Retten, löschen, bergen, schützen. Das kannst du auch bei den Feuerwehren des Erzgebirges. Anderen zu helfen ist deine Motivation? Dann komm ins Ehrenamt, in den aktiven Dienst bei der Freiwilligen Feuerwehr. Wir garantieren dir Ausbildung, Kameradschaft, Tradition und Action. Klingt gut? Melde dich jetzt bei deiner Feuerwehr im Ort. Erz-TV-Kompakt mit diesen Themen am Mittwoch. Lehrer fürs Land, Ausbildungsstart in Annaberg, Depot für Wehr, Spatenstich in Stützengrün und Sauna für alle, Eröffnung in Schwarzenberg. Die Nachrichten aus dem Erzgebirge. Glück auf, schön, dass Sie da sind. Die Stadt Thalheim bereitet ein Gremium für die Senioren der Stadt vor. Die neu gewählten Thalheimer Stadträte haben ein Durchschnittsalter von 45 Jahren. Lediglich einer ist älter als 65. In der Stadtverwaltung ist die Hälfte der Mitarbeiter nicht älter als 38. Dazu gibt es derzeit zwei Azubis. Die Kinder haben mit den Kinderbürgermeisterinnen eine eigene Stimme bekommen. Wenn es in der Stadtplanung um Kinderthemen geht, können sich Bürgermeister und Stadtrat auf kurzem Weg beraten lassen. In Thalheim leben aber auch 1.979 Einwohner, die 65 Jahre und älter sind. Bürgermeister Nico Dittmann ist sich dessen bewusst und sucht nun einen Weg, aktiv mit diesen Bürgern und Bürgerinnen in Kontakt zu treten. Viele haben ihr ganzes Leben in der Stadt und der Region verbracht. Fast alle sind inzwischen Rentner. Wie lebt es sich als Ruheständler in Thalheim? Was ist positiv, was fehlt? Auch die Generation 65 plus soll eine Stimme haben. Bürgerinnen und Bürger, die sich angesprochen fühlen und sich vorstellen können, in einem Stadtsenat, also einem Ältestenrat, mitzuwirken, sind zum Gedankenaustausch eingeladen am Dienstag, dem 17. September, 9 Uhr, in den Ratssaal. Zur besseren Planung bitten wir die Interessierten um eine kurze telefonische Anmeldung unter 03721 262 12 oder 26226. Oder auch persönlich im Bürgerservice zu den Öffnungszeiten, schreibt das Rathaus. In Annaberg-Buchholz werden neuerdings wieder Lehrer ausgebildet. Sachsens Kultusminister Christian Piewarz hat am Dienstag die Lehrausbildungsstätte eröffnet. Piewarz sagte zum Anliegen, die zukünftigen Grundschullehrer sollen in der Nähe ihrer Schule, wo sie gebraucht werden, lernen. Wir wollen damit junge Pädagogen frühzeitig an die Region binden. In der Lehrausbildungsstätte werden zunächst 25 Referendare in zwei Kursen auf den Schuldienst vorbereitet. An einem Tag der Woche arbeiten die Referendare an der Ausbildungsstätte, die restlichen vier Tage unterrichten sie selbst an Schulen in der Region. Die Zeit des Referendariats beträgt 18 Monate und endet mit dem zweiten Staatsexamen. Der Erzgebirgskreis unterstützt den Freistaat Sachsen in seinem Bestreben, mehrere Referendare an Schulen im ländlichen Raum zu holen. So wurden in den letzten Wochen Räumlichkeiten im Gebäude des beruflichen Schulzentrums Annaberg-Buchholz, Hans-Wittenstraße 5, modernisiert und für die Lehrerausbildung ertüchtigt. In die landkreiseigene Immobilie investierte der Erzgebirgskreis bisher insgesamt rund 170.000 Euro. Der für den Nutzer, das Landratsamt für Schule und Bildung, als Mieter agierende Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement trägt davon 135.000 Euro in Form eines Baukostenzuschusses. Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Christian Hirte, CDU, hat am Dienstagnachmittag Johanngeorgenstadt und Breitenbrunn besucht. Er informierte sich in den ehemaligen Wismut-Gemeinden über die Situation der Wohnungswirtschaft und deren Altschulden. Anschließend war Hirte, der auch Mittelstandsbeauftragte der Bundesregierung ist, bei der Firma Fliesen-Unger in Antonsthal. Unbekannte Täter verschafften sich im erzgebirgischen Oelsnitz durch ein Kellerfenster gewaltsam Zutritt in ein Gebäude eines Schulzentrums in der Badstraße. Die Einbrecher durchsuchten ein Büro und entwendeten unter anderem einen Tresor. Im Tresor befanden sich wenige 100 Euro Bargeld. Zum Sonnenbad im Schwarzenberger Ortsteil Sonnenleite gehört ab sofort eine Sauna.
Betreiber ist die Schwarzenberger Freizeit- und Servicegesellschaft. Die hatte zu Beginn der Woche Planer, die am Bau beteiligten Firmen sowie Stadträte in das neu geschaffene Areal eingeladen. Der Grundstein für den Saunaanbau an der Rückfront des Sonnenbades wurde Anfang September 2018 gelegt. Als Nettobausumme waren 800.000 Euro veranschlagt. Die neue Sauna besteht aus einem Saunabereich mit finnischer Sauna, Dampfsauna, Saunarium, Abkühlbecken, zwei Ruheräumen, einem Massageraum sowie einer Getränkebar. Der Grundstein für das Sonnenbad selbst kam im März 2010 in die Erde. Ende August 2011 wurde der Komplex im Stadtteil Sonnenleite feierlich eingeweiht. Der Dorfverein Seifersdorf Erzgebirge e.V. feiert in diesem Jahr sein 10-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass werden im Rahmen des jährlichen Dorf- und Teichfestes am Samstag, dem 31. August, interessierte Händler zu einem Trödelmarkt eingeladen. Standgebühren werden keine erhoben. Teilnahmeanmeldungen werden per Mail an ulrich.neubert@gmx.de erbeten. Zahlreiche Gäste aus nah und fern haben in Schwarzenberg beim diesjährigen Altstadt- und Edelweißfest unter dem Motto 20 Jahre Ritter Georg ein dreitägiges Fest gefeiert. Wir haben bereits darüber berichtet. Neben dem fränkischen Weinfest, dem Mittelaltermarkt und dem bunten Angebot zahlreicher Händler sorgte ein breit gefächertes Bühnenprogramm für Unterhaltung. Unsere folgenden Impressionen lassen Sie daran teilhaben. Eine neu entstandene Turnhalle wurde am vergangenen Freitag in Sosa eingeweiht. Namhaftester Gast an der Grundschule war dabei Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Schauen die ganzen Wolken nicht lustig aus? Und fliegt ein Flieger vorbei. Mit dem Bau begonnen wurde im Frühjahr des vergangenen Jahres. Richtig fertig sein wird der Neubau erst nach den Herbstferien des neu begonnenen Schuljahres. Die neue Sporthalle hat knapp 3 Millionen Euro gekostet. Sachsens damaliger Sportminister Markus Ulbich hatte im März 2017 den ersten Sportfördermittelbescheid dieses Jahres an die Stadt Eibenstock übergeben. Mit der Übergabe des Bescheides in Höhe von rund 1,3 Millionen Euro stand dem Ersatzneubau für eine stark sanierungsbedürftige alte Einfeldsporthalle nichts mehr im Wege. Ein anderes Fest wird es bald, das heißt am 8. September dieses Jahres geben. Etwas weiter weg, aber Sie können auch daran teilhaben. Entweder Sie fahren mal die paar Kilometer über die A4 bis Wilsdruff und können dort beim Tag des offenen Denkmals den dortigen Mittelwellensender besuchen. Immerhin ist er der letzte seiner Art in Deutschland. Und ein rühriger Verein, der Technikverein Sender Wilsdruff e.V., kümmert sich um dessen Erhaltung. Oder Sie holen mal das Dampfradio aus der Mottenkiste. Dann sind Sie auch live dabei. Denn wie der Medienrat der Sächsischen Landesmedienanstalt gestern in seiner Sitzung beschlossen hat, wurde dem Verein die Genehmigung erteilt, an diesem Tag ein Veranstaltungsradio auf der historischen Mittelwellenfrequenz 1044 kHz zu senden.
Das ist die Frequenz, auf der unter anderem auch Jugendradio DT64 eine Zeit lang überlebte, bis der MDR daraus Sputnik machte und heute im DAB+-Standard und im Internet sendet. Zuletzt lief darauf das Programm von MDR Info, heißt heute MDR Aktuell. Ende April 2013 wurde der Sender dann abgeschaltet. Jetzt darf er für ein paar Stunden wieder senden. Und wenn Sie kein Radio mit Mittelwelle mehr zu Hause haben, vielleicht kann es Ihr Autoradio ja noch. Auch das ist zumindest einen Versuch wert. Das lohnt sich bestimmt. Auch die jüngere Generation sollte das nicht verpassen und sich nicht entgehen lassen. Denn das ist wirklich Rundfunkgeschichte, die man hautnah erleben kann. Geschichte wird auch in Stützengrün geschrieben. Die Feuerwehr bekommt dort ein neues Gerätehaus. Lang ersehnt und wirklich notwendig. Jetzt ist der erste Spatenstich gemacht. Uwe Zenker war dabei. In Stützengrün wird ein neues Feuerwehrdepot gebaut. Am 20. August gab es dafür den symbolischen ersten Spatenstich. Mit Staatssekretär Professor Dr. Günther Schneider konnte dazu ein Gast aus Dresden begrüßt werden. Dem Spatenstich war eine lange Planungs- und Vorbereitungsphase vorausgegangen. Die Kosten für den erforderlichen Neubau sollen sich auf über 2,1 Millionen Euro belaufen. Entstehen wird das Depot in zentraler Lage neben der Firma Werkzeugtechnik Leistner auf der Auerbacher Straße. Das Gebäude soll nach seiner Fertigstellung im Herbst des kommenden Jahres von der Stützengrüner Feuerwehr und dem DRK genutzt werden. Wir nutzen den ersten Spatenstich in Stützengrün, um an ein Ereignis im benachbarten Schönheide vor 20 Jahren zu erinnern. Am 21. August 1999 bekam die Freiwillige Feuerwehr Schönheide ein zentrales Depot. Noch nie vorher gab es das in Schönheide, ein so schmuckes, sich ins Ortsbild harmonisch einfügende Gerätehaus. Das war nach einer 15-monatigen Bauzeit entstanden. Und wir wollen auch heute wieder unsere Sendung nicht ohne Veranstaltungstipps beenden. 25 Jahre Gemeindezusammenschluss Oberscheibe und Scheibenberg wird am Freitag und Sonnabend auf dem Dorfplatz im Ortsteil Oberscheibe gefeiert. Los geht's am Freitag 18 Uhr mit einem Grillfest der Freiwilligen Feuerwehr Oberscheibe. 20.30 Uhr startet der Lampionumzug. Am Sonnabend steht unter anderem eine Festveranstaltung am Nachmittag sowie ein Tanzabend mit der Gruppe der Wurzelbacher auf dem Programm. Der Bildungsverein Agenda Alternativ aus Schwarzenberg lädt zum 7. Stains in the Sun Festival am 23. und 24. August an das Oberbecken Markersbach ein. An zwei Tagen finden dort Konzerte, Workshops zu zeitgeschichtlichen und politischen Themen sowie verschiedene Kreativangebote statt. Für die Festivalidee und die Durchführung erhielt der Verein im vergangenen Jahr den Sächsischen Förderpreis für Demokratie. Das Hohendorfer Oldtimer-Treffen geht am kommenden Sonntag in die achte Runde. Beginn ist 10 Uhr auf den Lammterrassen. Höhepunkt des Tages ist eine Rundfahrt, die 13 Uhr startet. Die vierrädrigen Fahrzeuge fahren über Rötlitz, Heinrichsort, Oelsnitz, Niederwürschnitz und Lugau zurück nach Oelsnitz und wieder nach Hohendorf. Die Zweiräder werden die 27 Kilometer lange Strecke entgegengesetzt fahren. 2018 wurde in Hohendorf mit 315 Fahrzeugen ein neuer Rekord aufgestellt. Und zum guten Schluss dürfen wir uns heute auch mal selbst auf die Schultern klopfen. Das Kompaktteam war gestern auch zum Medienrat der Sächsischen Landesmedienanstalt eingeladen und wurde ausgezeichnet. Schon zum wiederholten Mal. Nach Meinung der Jury hat RTV Kompakt nämlich den Leistungspreis der SLM als beste Nachrichtensendung verdient. Das freut uns natürlich riesig und Sie hoffentlich auch, dass wir Sie hier aus dem Gebiet aktuell, aber auch unterhaltsam durch das Geschehen im Erzgebirge begleiten können. Auch morgen machen wir das wieder. Wie immer ab 20 Uhr am Abend und jederzeit auf erztv.de in der Mediathek. Ihnen jetzt einen schönen Abend. Bis morgen. Glück auf.
Landtagswahl Sachsen 2019. Sehen Sie nun eine Wahlwerbesendung. RTV ist zur Ausstrahlung von Wahlwerbung verpflichtet. Für den Inhalt und die Gestaltung sind ausschließlich die werbenden Parteien und Wählervereinigungen verantwortlich. So geht's nicht weiter. Aber wir können eine ganze Menge bewegen. Es geht um die Zukunft von Sachsen und von uns allen. Zuhören, verstehen und umsetzen. Ich möchte, dass wir den ländlichen Raum stärken. Wir werden mehr investieren in Infrastruktur und in Forschung und Entwicklung. Lasst uns hier gemeinsam was machen. Damit wir auch in Zukunft vorn dabei sind. Kinder sind einfach großartig. Für unsere Kinder arbeiten wir. Das ist alle Mühe wert. Ich bitte Sie um Ihr Vertrauen. Ich möchte, dass Sachsen zu einem der sichersten Länder wird. Beim Thema Sicherheit machen wir keine Kompromisse. Ich arbeite dafür, dass Vernunft und Anstand gilt. Und dafür brauche ich Ihre Stimme. Landtagswahl Sachsen 2019. Sie sahen eine Wahlwerbesendung. RTV ist zur Ausstrahlung von Wahlwerbung verpflichtet. Für den Inhalt und die Gestaltung sind ausschließlich die werbenden Parteien und Wählervereinigungen verantwortlich.